Guten Morgen, liebe Grüße aus Italien. Wir machen jetzt einen schönen Trip, 4-Tages-Trip. Und heute gehen wir in Casta Varon Grotta. Ist hier hinten der Schlucht. Ein schöner Wasserfall in der Klamm drin. Schauen wir uns jetzt einmal an. Bis später. Die nennen sich Borgo Grotta Casta Varon. Ja, guck mal, wie es hier das Gebirge, wie das hier hochgeht. Ne? Geil, ne? Hier unten hast, in die Richtung hast du den Gardasee. Und wir sind jetzt praktisch oberhalb vom Gardasee. So, Eintritt haben wir bezahlt. Der ganze Spaß hat 7 Euro gekostet. Da schauen wir mal, wie das so ist. Muss ja. 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 So. So, wo geht's denn los? So. Hier die riesen Käuse hin. Das ist ja mal geil. Wir gehen erstmal hier hoch. Schöner Wasserfall. Ja, da kommt schon ein bisschen Wasser. Und da hinten geht's dann rein. Hier schießt das Wasser nach unten. Durch die Klamm. So, hier geht's jetzt rein. Guck mal, da oben, ey. Da oben fließt das Wasser, wie es da oben ganz oben runterfällt. Ja. Das hat alles. Weiß ich nicht. Toilette. Nee, hier. So. So, jetzt geht's hier rein. Sehr viel Luftfeuchtigkeit. Krass, das sieht geil aus. Das kannst du gar nicht so festhalten, wie es rüberkommt. Ausgewaschen, ne? Wir kommen gleich ein Reisebus, wir können schöne Aufnahmen machen, ohne viele Leute. Ah, jetzt geht's hier hoch. Ja. In Kaskaden kann man den Wasserfall erklimmen, die Klamm hier. Ja, wie gesagt, mit 7 Euro bist du dabei. So mit Musik, hörst du? Ja. Ja. Genau, kann man. Ach, ist. Hier kann man die Aussicht sehen. Ja. Zu Hause bei uns ist es Regen. Und hier schauen wir, richtig geiles Wetter. Ne? Ja. Da hinten haben wir irgendwo geparkt.
angelegte Höhle, nehme ich mal an. Jetzt sind wir praktisch schon weiter oben. Wir waren vorhin da unten, wo die kleine Grotte ist. Und jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben hier. Und da oben kommt das Wasser runtergeschossen. Kannst schauen, das mal an hier. Regenbogen ist das drauf. Vorsicht hier unten, Leute, wenn ihr es mal besucht, ist sehr glatt. Das ist ein Tunnel. Also, es ist eine sehr nasse Angelegenheit, ne? Mich hat es voll eingesaut, aber ist ja actionreich. So, jetzt geht es hier wieder runter. Unten ist die erste Ebene, hier oben ist die zweite und hier oben ist noch eine Art Terrasse, da werden wir es noch mal kurz hinsetzen. Unten die erste Terrasse ist leicht zu erreichen für ältere Leute. Die zweite kann man auch erreichen, aber ist ein bisschen erschwerlich. Ja. Aber man schafft es auch. Man kann ja immer mal Rast machen. Es gibt viele schattige Plätze. Das kann man schon machen. So. Hier Orchideen. So, dann machen wir mal, gehen wir mal auf den Podest herauf. Noch einen kleinen schönen Ausblick. Da kann man die Orchideen noch mal von nahen betrachten. Schaut mal, die rutscht schön aus. Die werden natürlich im Winter reingestellt und im Sommer wieder raus. Ne? So. Wunderschön hier. Ja, so ihr Lieben, wir steigen auch wieder nach unten und werden jetzt das nächste Ziel anschauen. Seid gespannt, lasst mal ein Like da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr mich verfolgen, meinen Reisen rund um die Welt und meinen Abenteuern. Macht's schön gut, ciao.